Herr Zust, Baudirektor vom Kanton Uri. Die Achsenstrasse wird ja ausgebaut. Wie sieht hier nochmal die Sicht aus vom Kanton Uri? Also ausgebaut, es wird ein Tunnel gemacht in Sissingen und Morschach. Es gibt einen Teil von der Nationalstrasse, der fertiggestellt ist. Die Sicht vom Kanton Uri ist klar die. Wir wollen die Umfahrung von Sissingen schon lange und wollen eigentlich, dass das Projekt vorwärts getrieben wird. Und wir sind auch jetzt dran mit dem Kanton Schweiz an der Projektierung. Die Verkehrsaufkommen, rechnet ihr mit dem gleichbleibenden Verkehrsaufkommen oder wird es zunehmend Lastwagenverkehr auch auf der Strecke geben? Also man hat ja eingehende Abklärungen gemacht in diesem Bereich. Man hat auch Verkehrsexperten beizogen, weil wir das Verlagerungsprinzip einhalten. Also wir wollen auch da keinen Ausbau, wo mehr Verkehr gibt. Weil es ist ja dann so, dass die alte Strasse zurückgebaut werden muss, damit das eben nicht passiert. Es ist anzunehmen, dass natürlich ein gewisser Mehrverkehr kommt, aber man rechnet zwischen 5-8% und das werden nur im Rahmen von der Verlagerungsziele noch möglich, auch das so umzusetzen. Also wir wollen ja nicht ein grosses Verkehrsaufkommen mehr im Kanton Uri, sondern das Hauptargument ist die Sicherheit und vor allem die Umfahrung von Sissingen, ein Dorf, das schön gelegen ist, aber zurzeit am Verkehr gewaltig leidet und das müssen wir unbedingt verbessern. Also das Gnonau-Amt geht ja demnächst auf. Das heisst also im Prinzip noch wird die Strasse attraktiver, vor allem wenn man vom Tessin herkommt. Ist natürlich das mit dem Navi-System im wenigsten Fall was man über Luzern geführt wird, sondern automatisch natürlich dann auf der alten bzw. neuen Achsenstrasse. Jawohl, das ist richtig. Man muss natürlich sagen, dass ja dann der Ausbau, der jetzt geplant ist, nicht eine vollständige vierspurige Strecke ist von Flöhlen auf Brunnen, sondern ein Teil bleibt wie ein Nadelöhr, wo wir eigentlich da mit Sicherheit haben, dass der Verkehrsaufkommen eben nicht grösser werden kann. Weil zwischen den Flöhlen und Sissingen ist dann noch ein Teil offen, bleibt noch die alte Straße, das bleibt auch im neuen Projekt, sodass man eigentlich das insbesondere auch als grosses Argument aufgeführt hat, damit dann das Verkehrsaufkommen kann eben im Schrank gehalten werden. Ja, herzlichen Dank. Bitte.